Hallo, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Dark Souls. Also, wir brauchen 20.000 Seelen, das sind relativ viele. Und, naja. Wie wär's denn mal mit einem kleinen Versuch, den hier zu töten? Ich denke nicht, dass ich es schaffen werde, aber... Au. Au, wie man sieht, er ist unglaublich gemein und trägt eine Menge Schaden. Oh, komm, jetzt hau ab. Oh, der lässt sich aber relativ leicht staggern. Hä? Bin ich jetzt in seinen Schaden reingerannt, oder was? Naja, wir haben ja noch 1000 Möglichkeiten. Hat der keinen Kopf? Naja. So. Das probieren wir jetzt gleich noch ein paar Mal. Einfach nur, weil mich der Kerl dazwischen immer gestört hat. In meinem ersten Spiel... Wie gesagt, normalerweise sind die ersten Anläufe immer die... stabilsten, immer die erfolgreichsten. Na, hat er, siehst du, hat er mich doch erwischt. Cool bleiben. Okay, jetzt habe ich kein Stamina mehr. Mist! Das ist schmerzhaft, ja. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Abstand. Hoffentlich schießt er jetzt. Ja, na toll. So, wo ist er? Mist. Ah, nicht treffen lassen. Na toll. Das ging jetzt eigentlich so gut. Ich bin nur einmal falsch gesprungen. Nee, ich mag dieses Viech dazwischen jetzt nicht mehr stehen haben. Es nervt einfach nur. Aber wir haben einfach zu wenig Ausdauer für den Gegner, also für diese Gegner, für diese Waffe. Naja. Au. Au. Wo denn? Du triffst mich doch nicht. Du hast mich noch nicht mal getroffen. So, wir könnten jetzt erstmal... Wir hauen jetzt mal ab. Und heilen uns jetzt ganz lässig. Weil wir cool sind. Ja, er läuft Amok gerade. Ja, hallo? Mist. Nicht schon wieder das. Jetzt fällt es mir gerade ein, wir haben gerade anscheinend... Au. Wir haben gerade anscheinend jede Menge Menschlichkeit verloren. Irgendwo liegt nämlich, liegen 5 Menschlichkeiten. Oh, komm, noch ein Treffer. Ja, und weg ist er. Was hat er fallen lassen? Dämonentitanit. Schauen wir uns mal ein paar Beschreibungen an. Ich glaube, Funkeltitanit habe ich auch noch nicht angeschaut. Blauer Brocken. Titanitbrocken zur Waffenverstärkung. Blauem Titanit wohnt mächtige Zauberenergie inne. Ja, verstärkt Zauberwaffen. Ja, ja, ja. Seit die Brocken in Lordran gefunden hat, hat die Jagd auf die legendären Schollen begonnen. Das ist unten irgendwie immer das gleiche. Titanitbrocken zur Waffenverstärkung. Rotem Titanit wohnt mächtige Feuerenergie inne. Dieses waffenverstärkende Titanit ist von besonders mächtiger Energie durchdrungen. Und der Dämonentitanit. Vom Titanitdämon, einem gesichtslosen Steinmonster, gestohlenes Spezialtitanit. Als der unbekannte Schmiedegott dahin schied, erwuchsen aus mehreren Schollen riesige Monster. Die Macht des Titanits wohnt nach wie vor in ihnen und sie streifen noch heute durch Lordran. Das bedeutet, wir sind hier wohl nicht alleine. Also der hier war nicht alleine. Und irgendwo in Lordran streifen noch einige mehr davon rum und sie sind anscheinend Abkömmlinge des Schmiedegotts, den keiner mehr kennt. Vielleicht André? Well, hello again. You seem to... Yep. Was sagt er denn? There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art.
It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Naja, damit hat er ja durchaus recht. Aber für die Seelen kaufen wir jetzt, bevor wir die 20.000 für dieses Artorias-Wappen haben, die Rüstungsschmiedekiste. Und das Artorias-Wappen lese ich jetzt mal vor. Öffnet versiegelte Tür inmitten des Waldes. Dieses Wappen öffnet eine von uralter Magie versiegelte Tür im Finsterwurzgarten. Die Tür führt zum Grab von Sir Artorias, dem Abgrundschreiter. Viele zogen schon aus, das Grab zu suchen, doch keiner kehrte zurück. Sie waren leichte Beute für Banditen. Das Wappen kann sich daher in der Hand Unerfahrener mehr schaden als nutzen. Das brauchen wir, um eben dahin zu kommen. Jawohl. Beziehungsweise wir können über einen Umweg trotzdem hingehen, das möchte ich aber nicht, weil das Wappen eigentlich schon storyrelevant ist, finde ich. Außerdem ärgert es mich nach wie vor, dass wir keine Hellebarde vom Schwarzen Ritter bekommen haben. So, dann suchen wir einfach mal die anderen Wege des Waldes heim. Hallo! Großartig. Da wollen wir nicht nochmal runter, auch wenn das nicht der einzige Weg war. Zack! Da oben wollen wir zum Beispiel hin. Und das versuche ich jetzt auch in dem Video. Der kommt noch. Na komm her. So, und hier... Funktioniert nicht, dann warten wir, bis er aufsteigt. Hallo? Ich warte noch auf die lila Moosklumpen mit Blume. Die sind gar nicht mal so unwichtig. Vor allem in der Schandstadt. So, dieses Wappen kannten wir. Da wir jetzt vorhaben, länger zu bleiben, speichere ich hier am besten gleich. So, hier kommen wir also nicht ohne das Wappen rein. Deswegen gehen wir mal hier hin. So. Oh, da liegt was. Schaut mal genau auf den Boden. Da liegen nämlich auch noch welche. Das war der erste. Das war der zweite. Mist. Das war noch nicht der dritte. Das war der dritte. Ihr denkt, ihr könnt mich in eine Falle locken, oder? Ohne mich. Mein Gott, warum finde ich heute an jedem Gegner hier solche Moosklumpen? Und was hat er? Eine Soldatenseele. In Ordnung. Eine Nebelwand. Nebelwände sind immer ein bisschen gefährlich. Da hinten leuchtet was. Und das will ich. Das sind übrigens interessant. Fällt euch was auf? Er bewegt sich. Er wehrt sich auch nicht, aber... Den kann man... töten und er legt einen neuen Gang frei. Das finde ich doch interessant. Da gehen wir allerdings später hin. Jetzt will ich erstmal hier vorsichtig durchgehen. Da liegt nämlich einer am Boden. Das sind alte Steinsoldaten. Wer ihnen zu nahe kommt, bekommt jetzt gehörig aufs Maul. Jetzt nehme ich nur mal... So. Oh Mist, ich Depp. Okay, jetzt hat er seinen Tranquil Walk of Peace. Das bedeutet, ich kann nicht mehr zuschlagen, ich kann nicht mehr laufen. Und ihr seht, was die für Schaden machen. Hau ab. Und tot. Okay. Ich bin durchaus von zu starken Waffen verwöhnt. Ich sollte mir vielleicht zwischen zwei Videos eine andere Waffe anlegen, die schnell ist und trotzdem sehr stark. So, dann machen wir das nochmal. Toll, wie wir sind, ist nämlich... toll, wie wir sind, sagen die drei, die hier drin sind, jetzt dauerhaft Hallo. Hi.
Ist natürlich auch toll. Komm, give me that. So, dann holen wir uns unsere Seelen zurück und hoffen, dass wir es jetzt halt mit ihm aufnehmen können. Der Baum ist übrigens wieder da. Nein, der Baum bleibt darauf weg. Gut, das wusste ich gar nicht. So, oh Gott, ich wollte gerade abrollen. So, und so. Alter Schwede. Mit einer schwachen Waffe sind die echt nicht gerade lustig. So, wir werden jetzt gleich wieder sterben, aber ich will die Rüstung. Elite-Ritter-Rüstung und, ja, ihr seht es, lauft um euer Leben. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Ich bezweifle es zwar, aber zwei sind weg. Das Problem sind jetzt die beiden. Warum? Ich spring doch. Ich meine, ich spring echt sogar. Ah, Mist, jetzt habe ich schon wieder diesen beschissenen Tranquil Walk geschafft. Hä? Ach, er kann nicht mal springen. Hier seht ihr, wegen dem scheiß Tranquil Walk of Peace. Komm, schlag einmal zu. Okay. Ja, das war's. Also gut. Nach einigen Folgen habe ich festgestellt, Ultraschwerter, Ultragroßschwerter sind wirklich nichts für mich. Ach, Herr Jemine. Das Ding zieht einfach viel zu viel Ausdauer ab mit einem Schlag und macht sau wenig Schaden. Zumindest im Gegenzug dazu. So, dann warten wir mal auf euch beide. Hallo. Kommt mal her. Wemps. Und du noch. Da ist unser Zeug. So, noch steht keiner von denen. Das ist gut. Jetzt schauen wir uns mal die Rüstung an, die Elite-Ritter-Rüstung. Der Helm eines namenlosen Ritters, vielleicht eines Elite-Ritters von Astora, seine Untoten-Mission. Seine Untoten-Mission war er zwar nicht geneigt aufzugeben, doch er fiel im Asyl der Untoten und wurde zur Hülle. So, jetzt setzen wir den mal schnell an. Das müsste überall stehen. Darauf weist zumindest das Feuerabwehrwappen auf dem blauen Wappenrock hin. Dann nehmen wir auch mal die Elite-Ritter-Stulpen und die Elite-Ritter-Gamaschen. Kommt euch der Look bekannt vor? Das ist die Rüstung unseres Freundes aus dem Untoten-Asyl. Zusätzlich haben wir nämlich noch das Wappenschild gefunden, bei seinem Tod. Das Schild eines namenlosen Kriegers, vielleicht eines hochrangigen Astora. Einer der verzauberten blauen Schilde. Das Wappenschild reduziert Magieschaden beträchtlich. So, jetzt sind wir ein schwerer Ritter. Ihr seht, wir können nicht mehr so schön hüpfen wie vorher. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Und wir sind sehr laut. Vamps. Oh Gott, hier mit so schwachen Waffen rumzulaufen, das gefällt mir gar nicht. Oh, ein weiterer Baum. Oh, yay. Save the trees. So. Das nächste auf der Agenda ist da vorne. Ganz vorsichtig, ihr seht da vorne. Wo ist er denn? Da vorne liegt er. Aber in dem Moment, wo er aufsteht, springen noch ein paar andere her. Ja, jetzt, ich laufe. Lass mich in Ruhe. Oh, hey. Oh. Und schon halten wir eigentlich ziemlich viel aus, im Vergleich zumindest. Hey, cool. Das ging aber flott. Oh, du hängst fest. Dich erlöse ich mal schnell. Na? So. Können wir unseren Trank süffeln? Ist noch einer übrig? Nein. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Ich habe jetzt die Rüstung einfach mal sicherheitshalber an. Man weiß ja nicht, was auch noch passiert. Gluck.
Oh, hallo. Ritterseele, dankeschön. Dann gehen wir mal hier hoch. Das war wohl auch eine alte Festung oder irgendwas. Irgendeine alte Siedlung war hier, weil man immer solche Überreste von Gegenständen sieht, von Gebäuden, von Bauten. Ah, ein weiterer unserer Freunde. Ah, er macht seinen Schlag, dann können wir ihn so vernichten. Ich möchte euch nur so sagen, die Waffe, die ich so gerne beim Ritter gefunden hätte, bei dem schwarzen Ritter, hätte die hier mit einem Schlag vernichtet. So, und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da seht ihr schon ein amoklaufender Waldschrat. Wolfsring. Hier. Ringe. Wolfsring. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Wolfsring gehörte Artorias, dem Abgrundschreiter. Artorias, der einen stählernen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Es verstärkt die Balance. Balance bedeutet, wenn man getroffen wird, lässt man sich nicht so leicht quasi aus der Ruhe bringen. Man ist danach trotzdem noch fähig anzugreifen und ist nicht so 3-4 Sekunden geschockt. Das habe ich... Also das, mit der Rüstung ist es nicht nötig. Wenn man sehr leicht rüstungsmäßig angezogen ist, ist es auf jeden Fall von Vorteil, das zu benutzen. Ich opfere jetzt mal die 5000 Seelen, auch wenn das natürlich... Ich habe mich verlaufen. Ah, da. Auch wenn das jetzt bei unserem Ziel eigentlich unkomfortabel ist. Ihr werdet allerdings sehen, warum. Dazu muss ich jetzt erstmal wieder zurück. So, hier sind wir. Der andere hat uns offenbar aufgegeben, sonst hätte er uns hier schon besucht. Wir möchten nicht nochmal hier drin mit allen kämpfen, sondern ein bisschen außenrum gehen. Wenn man den Pfad, den die Blumen hier legen, geht, dann müsste man die meisten umzingeln können. Ah, hier wieder eine Falle. Bams! So, und der Baum hier lebt nicht, aber was da dran hängt, kann man das sehen, die Eidechse, die lebt dafür. Ziemlich trickreich. Eine Partisane haben wir hier gefunden. So, schön den Weg gegangen. Und aufgepasst. Oh, da ist noch eine. Seht ihr sie? Wie die Eidechse da dran hängt oder was auch immer das ist. In hohem Bogen rausgeschmissen worden. So, da geht's nach oben. Da kommen wir leider nicht ganz kampflos vorbei. Einen noch, komm. So. So, hier möchte ich eigentlich nur als Mensch gehen. Allerdings schauen wir mal, vielleicht schaffe ich es ja so auch. Ich bezweifle es jetzt ehrlich gesagt, aber... Es ist ein interessanter Abschluss für dieses Video. Dazu ziehen wir uns jetzt mal aus. Viel besser. Und wir legen... Ah nee, ich probiere das jetzt so, weil wir die Ausdauer brauchen. Allerdings kann ich natürlich jetzt ganz, ganz schnell sterben. Mondlichtschmetterling. Da oben seht ihr ihn. Das wären nämlich auch die 20.000 Seelen, ne? Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Wir können ihn nicht treffen. Er uns dagegen, wie ihr seht, mit seiner Magie. Deswegen müssen wir so gut wie möglich ausweichen. Oh, der hat gesessen. Mist. Mist. Das war keine Absicht. Mistiger Mist, Mist. Ich kann das nicht schnell genug. Scheiße. Oh, mistiger Mist, Mist. So geht's dahin. Das ging sehr flott. Eigentlich ist es ein sehr einfacher Gegner. Allerdings habe ich mich da jetzt wohl einlullen lassen. Okay. Ziehen wir wieder unsere dicke Rüstung vorerst an. Oh, Ritter von Astora. Und Hadern der Dinge. Ich mache mich menschlich. Versuche ich zumindest. Wir haben nur noch 9 Menschlichkeit. Und versuche da nochmal hochzukommen. Beziehungsweise kurz davor zeige ich euch, was ich meinte. Bis dann, Leute. Bis dann.